Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir wieder eine whisky.de-Exklusivflasche hier auf dem Fass. Gibt es nur bei uns im Shop auf whisky.de. Und zwar ist es ein Aran in einem spanischen Rotweinfass nachgereift aus der Region Ribera del Duero. Und die befindet sich am Südhang der Pyrenäen. Und zwar ziemlich genau in der Mitte zwischen Atlantik und Mittelmeer. Und dort wachsen ganz typischerweise Tempranillo-Weine. Und die sind besonders berühmt für ihre Säurearmut. Ja, mischt man gerne noch mit anderen, Merlot oder sowas zusammen. Gibt hervorragende Weine, viel Sonne. Jo. Und hier hat man nun einen Aran genommen und hat ihn 1,5 Jahre in diesen Ribera del Duero Weinfässern nachgereift, sodass er zusammen dann 7 Jahre alt wurde. Und damit zeigt diese Flasche jetzt ein Alter, was die normalen nachgereiften Flaschen von Aran nicht zeigen. Und wir haben uns halt entschieden und haben gesagt, okay, wenn wir schon für uns einzeln abfüllen lassen, dann bitte auch das Alter draufschreiben. Und wenn das 7 Jahre sind, dann bitte sind es 7 Jahre. Ne? Da muss man sich ja nicht schämen für. Preis 49,90 für 46 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. Also schauen Sie sich mal diese tolle goldene Farbe an. Über 7 Jahre Reifung, da kommt schon was raus. Lässt ein tolles erwarten. Die Flasche ist die neue, genauso wie die Tube, die im Jahr 2020 rausgekommen ist. So, steht da noch was drauf? Nö. Der Korken hier hat oben einen Holzstopper drauf und da sind dann die Geokoordinaten von der Brennerei noch drauf. Also da machen sich schon eine Menge Mühe. Wir haben uns von Aran dort ein paar Samples geben lassen und haben dann aus diesen Samples ausgesucht, was wir hier zum whisky.de exklusiv machen. Und an diesem spanischen Rotweinfass sind wir hier nicht vorbei. Komm, da bin ich abgerutscht. So, dann halten wir da mal die Nase rein. Und da habe ich doch gleich eine weinige Note obendrauf, unterstützt durch Karamell und Vanille. Die 46 Volumenprozente sind kaum zu spüren. Nee. Und dahinter kommt jetzt eine Fruchtnote nach Beeren. Ja. Vielleicht auch noch ein leichter Apfel, aber nicht so ein Sauerapfel, sondern eher ein milder, süßerer Apfel. Ja, aber dominiert von dieser leichten Weinnote, ergänzt mit Karamell und Vanille. Ja, Fassauswahl gut, frisch. Ja, cheers. Breitet sich gut auf der Zunge aus, vollmundig. Und dann bringt er natürlich die Eichenwürze hinterher. Speichelfluss setzt ein. Oh, schwer, gehaltvoll. Ja, ich vermisse die 50% nicht, die früher die nachgereiften Whiskys bei Aran hatten. 46 Volumenprozente vollkommen ausreichend. Ist sogar aus meiner Sicht sogar noch Reserve zum Verdünnen mit dabei. Ja, boah, da bleibt was auf der Zunge. Den sollten wir zuletzt haben. Stark. Nur noch probieren. Ist immer wieder die große Frage, wenn man nun sich Sample von der Brennerei schicken lässt und jetzt wählt man unter diesen Miniaturen aus. Das mache ich mit meinem Sohn zusammen. Wir jeder vergeben da Punkte für. Und nur wenn wir uns beide einig sind, nicht, dass der eine hoch hat und der andere ist niedrig und sonst auch, den nehmen wir nicht, sondern wenn wir beide hoch haben, dann entscheiden wir uns dafür. Und dann ist aber immer noch die große Frage, war der mit diesem Sample, das gezogen wurde, ist der nachher in der Flasche genauso? Denn wir kriegen normalerweise Fassstärkenproben, versuchen dann selber dementsprechend die Verdünnung dann einzustellen, wie wir meinen, dass es richtig ist. Kommt er dann auch nachher tatsächlich so, wie wir uns das vorgestellt haben?
Ja, gut. Hier hat es geklappt. Da sind wir ganz froh drum. Schauen Sie mal zum Shop-System nach, wie lange der verfügbar ist. Wie gesagt, exklusiv. Irgendwann sind die Flaschen dann weg. Und dann schauen wir zu, ob wir vielleicht etwas Neues in dieser Richtung bekommen. Und wenn wir wieder einen Ribera del Duero bekommen, dann werden wir den mit diesem Video dann auch unterlegen. Ja, gewisse Abweichungen in den Reifungen sind dann natürlich möglich. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.